Also, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, wollte ein bisschen was zu sagen. Also, ich habe zwei Songs kreiert, einen in Deutsch, einen in Englisch. Ja, vielleicht muss man wegen der GEMA sagen, also ich danke bei dem ersten Lied der Assoziation von Bernd Stelter und den Beatles, nehme ich an. Also irgendwie Obladi, Oblada ist da vielleicht ein bisschen mit drin, sei zumindest erwähnt, dass also das nicht geklaut ist. Dann zum zweiten Stück wäre zu sagen, dass es um Gemma Cross geht. Gemma Cross habe ich in Hall getroffen. Sie ist jetzt die Freundin von Alex Haig, der ist ein Sänger und für den habe ich eigentlich dieses Lied geschrieben. Jetzt habe ich ihm erstmal den Text geschrieben und wollte ihm die Musik präsentieren und darum nehmen wir das heute auf, damit ich ihm das dann schicken kann, weil das ist alles viel einfacher, als wenn das alles, also es ist viel besser zu zeigen, wenn man es aufnimmt und dann, also ich ihm zeigen kann. Es ist noch wichtig zum Verständnis des Textes, also Gemma studiert Musik und Spanisch, ist jetzt im Moment gerade in einem Jahr oder in diesem Jahr in Spanien, Austausch, also es gehört so zum Programm, das ist ein vierjähriges Programm, da ist ein Austauschjahr in Spanien dabei und Gemma spielt Geige, Viola und singt. Das ist also zur Erklärung des Textes. Und dann habe ich zum Schluss noch eine kleine Zugabe, da sage ich dann später nochmal was zu. Okay.